Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Trading Tipp. Heute zeige ich euch eine Methode, mit der ihr pro Spieler ungefähr 200 Münzen Gewinn machen könnt. Wichtig ist, dass ihr das Ganze auf der Web-App macht, aber ich erkläre euch, denke ich, erstmal den Trading Tipp. Und zwar schaut einfach mal zum Beispiel Begovic nach. Begovic ist circa 3800 Münzen wert. Für 3900 würdet ihr ihn auch wegkriegen. Wir verkaufen ihn aber für 3800 und schauen, dass wir ihn für 3400 holen. Und das ist circa ein Gewinn von 200 Münzen. Und das ist schon ziemlich nice. Und ihr könnt es hier sehen, es sind extrem viele Begovic-Chests auf dem Markt, wenn man das so sagen kann. Denn zu der Uhrzeit, zu der ich das immer mache, da sind Special Packs draußen. Und das heißt eben, dass ganz, ganz viele gezogen werden. Viele werden auf den Markt gestellt. Und deswegen ist er auch sehr, sehr leicht zu ergattern. Und dann könnt ihr eben pro Spieler wirklich über 200 Münzen Gewinn machen. Und auf die Dauer macht es dann natürlich einen richtig guten Gewinn aus. Also alles in allem, macht wirklich die Masse aus, das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch, dass ihr die Methode auf der Web-App macht, denn dann könnt ihr beim Reinstellen sehr, sehr viel Zeit sparen. Denn auf der PlayStation müsst ihr immer vom Maximalpreis runtergehen auf den Preis, den ihr eben haben wollt. Und hier könnt ihr das eben auf der Tastatur eintippen. Und wir schauen dann einfach mal, wie viele Begovic-Chests wir hier bekommen. Wir haben alle für 3400, wir haben 3400 auf alle draufgeboten, so wollte ich das sagen. Und dann sehen wir auch schon, wen wir bekommen haben, wie viele wir bekommen haben. Wir haben 4 Begovic-Chests bekommen, das ist auf jeden Fall keine schlechte Ausbeute. Das entspricht ungefähr, ja, ein Drittel oder so haben wir da ungefähr bekommen. Das ist wirklich nicht schlecht, das könnt ihr natürlich auch mit anderen Spielern machen. Wichtig ist, dass diese Spieler zwischen, ja, ich würde sagen 2500 Münzen wert sind, denn in diesem Preisniveau geht es dann eigentlich am besten und den können wir dann eben für 3800 reinstellen. Wichtig ist auch, dass diese Spieler gute Verträge haben. Hier habt ihr es gesehen, der hat 26 Verträge und 99 Fitness, den hätten wir theoretisch auch locker für 4000 verkaufen können. Also wenn ihr da Zeit und Geduld habt, könnt ihr dann noch mehr Gewinn rausschlagen, indem ihr die Spieler dann einfach nochmal ein bisschen teuer reinstellt. Und ich kann euch da auf jeden Fall versichern, dass sie sich da auch hundertprozentig verkaufen. Und ja, wir stellen unsere Spieler aber für 3800 auf den Transfermarkt und machen, wie gesagt, 200 Münzen Gewinn. Und ja, auf der Web-App, wie gesagt, solltet ihr das machen. Wichtig ist auch, dass ihr das immer zu Uhrzeiten macht, bei denen Special Packs draußen sind, denn dann funktioniert die Methode einfach viel, viel besser. Wenn gerade keine Special Packs draußen sind, ist die Methode natürlich nicht so leicht durchzuführen. Und hier könnt ihr es auch schon sehen, wir haben natürlich das auch noch mit einem anderen Spieler gemacht, und zwar mit Valdez. Das heißt, wir haben das jetzt eigentlich mit Torhütern aus der Barclays Premier League gemacht, so kann man das eigentlich sagen. Aber es geht natürlich mit jedem anderen Spieler genauso. Und ich habe einfach diese zwei Spieler ausprobiert, denn zu diesem Zeitpunkt gingen die einfach richtig gut zum Traden. Und ja, Valdez, bei dem haben wir das genauso gemacht. Den haben wir einfach für 1800 bis 1900 geholt und den können wir dann eben für 2000, für 2100, so haben wir den geholt. Und für 2400 können wir ihn verkaufen, das sind auch ungefähr 200 Münzen Gewinn. Und viele fragen mich auch immer, wie man diese EA-Gebühr ausrechnet. Und zwar müsst ihr einfach nur für den, also ihr schaut einfach nach, wie viel ein Spieler wert ist. Angenommen, der ist jetzt 2000 Münzen wert. Dann müsst ihr 2000 mal 0,95 rechnen. Und da wird jetzt wahrscheinlich 1900 rauskommen. Und da müsst ihr dann eben schauen, wie viel Gewinn ihr haben wollt. Wenn ihr dann 200 Münzen Gewinn haben wollt, müsst ihr den für 1700 erbieten, genau. Für 1700 müsst ihr den erbieten, könnt ihn dann für 2000 reinstellen und macht 200 Münzen Gewinn. Und ich denke, das ist für jeden verständlich. Wir haben sehr, sehr viele Valdezes hier verkauft und machen insgesamt locker über 10.000 Münzen Gewinn. Und das ist auf jeden Fall die Methode. Wie gesagt, die Masse macht aus. Macht es während den während Packs draußen sind, macht es auf der Web-App. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Mich würde es freuen, wenn wir vielleicht 80 Daumen nach oben für den Trading-Tipp schaffen. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars. We'll be right back.